Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Lange ist her, dass ich mal wieder ein Video gemacht habe. Heute ist es wieder soweit und ich habe auch ein paar Vlogs gedreht. Was heißt ein paar? Ich habe heute einen Vlog gedreht und werde voraussichtlich morgen nochmal einen drehen. Die werden dann die Tage rauskommen. Und jetzt bin ich erstmal hier am PC und werde zusammen mit euch auf den Trailer von Pikachu, der Meisterdetektiv, reagieren. Dieses Video ist sozusagen so eine kleine Mischung aus Parodie und Reaktion. Am Anfang war ja so eine kleine, sag ich mal, Parodie-Szene. Und jetzt kommt die Reaktion darauf. Kinocheck. Willkommen in Rhyme City, einem wahren Fest der Harmonie zwischen Menschen und Pokémon. Tim, dein Dad war in diesem Polizeirevier eine Legende. Wenn du nur annähernd so gut bist du wie er. Bin ich nicht. Ich erinnere mich, als du klein warst, wolltest du Pokémon-Trainer werden. Ja, daraus. Um ehrlich zu sein, wo ich klein war, wollte ich auch mal Pokémon-Trainer werden. Beziehungsweise ich wollte so ein eigenes Pokémon haben. Da wollte ich irgendwie nicht in meine Birne reingehen, dass es das eigentlich gar nicht gibt, sondern dass es einfach nur Cartoon ist. Aber ich wollte es ja trotzdem haben. Mir gefällt die Belichtung irgendwie heute nicht, aber ist egal. Ich habe die Softbox vorhin abgebaut und hatte die keine Lust, jetzt wieder hinzustellen. So muss es auch gehen. Weiter geht's. Es ist nicht so richtig was geworden. Ist hier jemand? Wer du auch bist, ich kann hiermit umgehen. Mist, bitte. Mit dem Tacker. Was ist wieder los? Ich weiß, dass du mich nicht verstehen kannst, aber leg den Tacker weg, weil ich sonst Stromstöße abgebe, die dich zwicken. Hast du gerade geredet? Wow. Sag nicht, du verstehst mich. Oh mein Gott, du kannst mich verstehen! Stopp! Ich war sowas von einsam. Die wollen immer mit mir reden, hören aber nur Pika Pika. Sie kann ihn doch hören, oder? Pika Pika! Ja, Pika. Ich finde Pikachu total niedlich. Pika Pika! Er ist zauberhaft. Du bist zauberhaft, die verstehen mich nicht, Junge. Kann ihn keiner verstehen? Ich brauche kein Pokémon. Punkt. Und ein Weltklasse-Detektiv? Denn wenn du deinen Paps finden willst, bin ich perfekt. Wir werden das schaffen. Wir beide. Der gute alte Glurak. Pure Magie hat uns zusammengebracht und diese Magie nennt man Hoffnung. Wir bringen dich zum Reden oder machen eine Pantomime. Ja. Sag uns, was wir wissen wollen. Röhre, ja, okay, eine Dose. Stoßen, schieben. Ich stoße Menschen weg, dann hasse ich sie, weil sie mich verlassen. Er sagt, schieb's dir sonst wohin. Ich soll's mir sonst wohin schieben? Es reicht. Nein, Rollentausch. Ich bin der böse Kopf, du der Gute. Nein, 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 wir sind keine Cops. Das hatte ich mir ganz anders vorgestellt. Der Film scheint also im Großen und Ganzen sehr cool zu sein. Ich stehe ja selber so auf Pokémon. Hatte ich mal richtig so eine Zeit, da habe ich alle Spiele auch durchgesuchtet, habe die auch immer noch im Schrank liegen. Die wollte ich auch vor ein paar Wochen mal wieder anzocken und wollte mal wieder in das Feeling so reinkommen. Aber ich habe es irgendwie vergessen, keine Ahnung. Muss ich unbedingt nochmal machen, vor allem ich hatte eigentlich, genau, bei Pokémon Y, das hatte ich, das habe ich immer noch. Da habe ich alle legendären Pokémon, die es gibt. Wenn euch das interessiert, dann schreibt mir das einfach mal in die Kommentare. Dann mache ich einfach mal ein Video komplett über meine Pokémon-Spiele, was ich so für Pokémons habe, dies, das. Schreibt mir einfach mal, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und dann mache ich so ein Video mal. Das war es jetzt aber erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, ihr wisst Bescheid. Einen Daumen hoch, abonnieren, kommentieren. Ein paar Leute wollten noch gegrüßt werden. Die werden dann morgen im Vlog gegrüßt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und ciao.